So, läuft natürlich nicht, wenn man es nicht einsteckst, das Mikrofon, ist ja logisch. So, ich hoffe, es bleibt jetzt stabil. Also, irgendwie hat mein Grafiktreiber sich von heute auf morgen entschieden, dass Paar ja nicht mehr läuft. Ich hab... Schwöre, nix verstellt. Ich weiß es echt nicht, warum, weshalb, wieso und überhaupt. Es ist halt passiert. Also frag mich nicht. Also ich blick's nicht. Wenn ich dran rumgepopelt hätte, könnte ich dann doch irgendwo verstehen. Na ja, hat der Finger nicht wegen der weggelassen. Ja, muss hier unbedingt dran rumschrauben. Nein, nein, ich hab nichts gemacht. Ich meine, ja, fürs Nix machen sind so einige schon aus dem Job geschmissen worden, ne? Wie mein Vater so gerne sagt. Ah, guck mal da, Tamala. Sei gegrüßt, Sally. Mir ist das Feuer nicht entgangen, das zwischen uns entflammt ist, und das kommt gewiss nicht von den Gewürzsprossen. Schau doch in meinem Chaton vorbei, wenn du unsere Beziehung auf die nächste Stufe heben willst. Okay. Moment. Inwiefern bin ich denn bei der weiter als bei Tisch? Und Tisch hat jetzt nicht so ein Zinnober gemacht wie sie. Also, mein... Mit nächster Stufe und so. Ist das wirklich so ein Bild? Ich glaube nicht, ne? Das ist doch schon ein bisschen... Das ist kein Porträt, was man da kriegt. Das ist doch so ein Riesenbild. Deswegen macht doch Six da so einen Aufriss drum, damit er da die ganze Wand so tapezieren kann. Weil die Wand ist so nackig, da muss der Wand zu. Ich habe gar keine Wand frei eigentlich. Ich muss mir eine Wand schaffen dafür. Sehr gegrüßt, Sally. Seit Auni und ich von unserem Campingausflug zurückgekehrt sind, benimmt er sich wirklich seltsam. Er ist im Schlaf gelaufen, hat geredet, etwas darüber gesagt, dass er nach Hause gehen muss. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Er ist zu Hause. Wie auch immer du das... Wie auch immer, kannst du ihm helfen? Ich habe es versucht, aber er will mir nichts sagen. Also er träumt ja vom Weggehen, aber die Schuldgefühle lassen ihn natürlich, weil er, ne, sonst seine Familie im Stich lassen würde, lassen ihn natürlich nicht weggehen. Zum Glück, wenn man das so von Schuldgefühlen sagen kann. Weil er sollte ja eigentlich frei von solchen Sorgen sein, der arme Kerl. Ne? Der arme kleine Knuffel. So, warte mal. Gehen wir noch mal die ganzen Sachen hier durch. Auffüllen. Ja, das mit den anderen losziehen und Dinge tun. Ich bin mal wieder wahnsinnig zuverlässig, was ich ja abgrundtief hasse, wenn das jemand nicht ist. Das ist... Ich habe halt die Rechnung nicht mit dem Treiber gemacht, der irgendwie meinte, nö. Einfach mal nö. Wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt stabil ist, aber ich probiere es jetzt erstmal selber aus, bevor ich mich nochmal hier aus dem Fenster lehne und sage, hey, wenn ihr mit mir losziehen wollt, ich bin allzeit bereit. Ja, nix mein Herz hier. Ist ja bloß der ist schneller fertig als die anderen. Warum das denn? Die hat er gleichzeitig gesetzt. Ja, wurscht. Ist halt so, kannst du nichts machen. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich Paar ja gar nicht mehr spielen kann. Und hätte ich dann Breath of the Wild ganz neu angefangen. Weil ich da, dank meiner Schissrigkeit habe ich ja so einige Gegner am Anfang gar nicht erst ins Visier genommen, weil die haben... Obwohl, als ich dann soweit war und mich diesem Gegner gestellt habe, hat der pferdebeinige
Löwenmietzekater hat mich dann als Wollknoll zweckentfremdet und mich so ein bisschen durch die Gegend geschmissen. So viel zu, ich war voll bereit. Nein, war ich nicht. Der hat mich da sowas von alle gemacht, dass ich dann erstmal meine Wunden gelegt habe für einige Zeit und bin dann erst sehr spät wieder seinem Gefolge, seiner Brut, seinen Anverwandten dann entgegengetreten. Was natürlich zur Folge hatte, dass ich bestimmte Waffen und Schilde dann nicht fotografieren konnte. Was ja auch so ein Teil von Breath of the Wild ist, was ich ja unfassbar liebe, ne? So diese Sammelleidenschaft, aber nur in Form von Bildern, statt dass der Mist irgendwo da rumliegt und dir dieses Lager vollsaut. Das ist natürlich ganz großartig gewesen in Breath of the Wild. Musst du nicht machen, kannst du. Und wenn du etwas kannst, dann machst du das. Ich fand das echt toll. Sich da zusammen zu sammeln. Super, echt super. Was sind das? Wachsfix-Dinger? Ja, Wachsfix juckt nicht. Ich brauch nicht, dass da irgendwas schnell wächst. Wir haben ja hier die Ruhe weg, ne? Oh, nee, man macht so viel Beruhigkeit. Oh ja, yeah. Wir haben ja 1000 Würmer. Meine Fresse, nee. Das erklärt auch, warum das Lager so voll ist. Hier habe ich zumindest mal Dünger zum Verkaufen. Aber den Dünger hätte ich halt gerne. Also doch die da reinschmeißen. Ich kann ja die Würmer immer noch verkaufen. Nein, ich kann doch nichts Lebendiges da reinschmeißen. Geht nicht. So, okay. Ich wollte sagen, warum schaffst du nichts? Also, geht ja gar nicht. Wenn ja einer nicht arbeitet, bin ich das. So, haben wir den Krempel dann noch. Nicht mehr viel. Jep, und das war's. Die Beziehung auf die nächste Stufe. Also, das ist ja hier, ne? FSK, frag mich nicht. Also ganz, ganz zart und Piano und so, ne? Also das ist alles nur Reden. Hier wird nur geredet, hier wird nicht gezeigt und also. Das reicht schon, um mir rote Ohren zu machen, wenn Tamala redet. Okay. Warum läuft denn das jetzt hier so lahmarschig? Also ich hab doch. Jawohl. Eine Stunde pro. Ja gut, 30 Stunden müssten es ja dann. Ja, dann stimmt's schon. 24 Stunden ist es bestimmt her. Sister, Apfelmarmelade steht da, anstatt Apfelmus. Das kommt bestimmt auf die Zuckermenge an. So, da darf noch einmal durch. Da darf eigentlich auch noch mal durch. Und hier gucken, was haben wir denn? Hiervon haben wir auch noch reichlich. Gut, dann haben wir aber dann so langsam das Maß erreicht, dass ich tatsächlich mal überlegen soll, was ich so anbauen kann, damit die ganzen Einmachgeräte hier noch zu tun haben. Obwohl, ich habe ja die Bäume stehen. Die Büsche habe ich.
Es müsste eigentlich auch bald wieder jede Menge Ernte geben. Deswegen habe ich ja die Baumwolle gemacht, damit ich Stoff herstellen kann. Obwohl, ist ja nicht unbedingt vonnöten. Ich habe ja eigentlich genug Stoff, oder? Seide habe ich genug, Glas habe ich genug, Stoff. Geht so, geht so. Stoff brauche ich ja eigentlich auch nur für die Rauchbälle. Denke ich zumindest, weil für den brauche ich ja nö. Da brauche ich auch keinen Stoff. Da brauche ich nur Lehm. Da brauche ich Stoff. Und Süßkraut. Süßblatt. Wo ist denn das Jagdhorn? Hier ist das Jagdhorn. Das braucht Leder. Und so. 4. Die Jagdsachen habe ich schon längst erledigt, ne? Das war schon letzte Woche. Quatsch, letzte Woche. Am Anfang der Woche war das schon ziemlich schnell abgehakt. Das da war so bei Default. Irgendeiner hat dann auch noch aufs Insekt draufgeschmissen. Das hat dann mal geklappt. Warum auch immer. Zusammen kochen war halt nur, dass ich die Dari-Nelke nicht unbedingt für mich allein vergeude. Kreaturen jagen, jo. Die kleinen Chabais wieder ärgern gehen. Und hier war es sowieso einfach nur nach Erzen gucken. Wie viel habe ich denn generell an Erz? Habe ich genug? Selbst für Verbesserungssachen. Sehr schön. Kupfer habe ich eigentlich auch genug. Steine sowieso. Leder wird gerade eben nachgearbeitet. Palium habe ich auch genug. Oh! Wacholder-Samen könnte ich nochmal farmen gehen. Obwohl, ich habe 8 Stück. Das ist auch wieder unfassbar viel. Das ist für normale Kiefer. Das ist für Birke, ne? Ja. Obwohl, hier bei uns, die hellen Bäume, da könnte eine Biene rausplumpsen. Und die habe ich ja tatsächlich nicht in Goldstern, ne? Da habe ich die in normal, die Goldruhmbiene, aber nicht in Gülden. Wo wäre die denn? Ziemlich gelb hier, da unten. Und hier wäre da. Die fehlt. Hier wird ja der Himbeerkäfer wird nicht angezeigt, obwohl ich den hab. Dann eine gefleckte Gottesanbeterin, wer ist der Geier, wo der rumschwirrt? Das ist das mit dem grellen Auge. Der kommt aus Bäumen oder Erzen in Bahari. Was ist denn das? Oder ist es der? Nee, hier unten die. Was ist denn das dann? Ach, den habe ich nicht. Hä? Nee. Ach, das ist der blaue hier. Dämmerfalter. Den habe ich nur in normal, oder was? Ah, okay. Alles klar. Und die hier, die will halt generell nicht. Der ist richtig zickig, ne? Alles andere habe ich mindestens einmal. Aber dieses Gefleckte, ja, da kann ich mir ganz gut vorstellen, die sieht irgendwie nicht sonderlich anders aus als die da. Die ist sogar ein bisschen heller. Da war ich, obwohl, die sieht ja richtig dunkel dann aus gegenüber dann der. Müsste ich doch eigentlich dann erkennen. Also eigentlich uneigentlich, ne? Aber ich habe mir noch nicht durchgeguckt, wie viel Uhr die aufkreuzt. Das ist es natürlich wahrscheinlich am Ende, dass ich da keinen Plan habe. So.
Pass auf. Nicht alle verbessern, nur... Na, Verzeihung. Das. Okay. Muss die... die Hacke will ich ja runterrocken. 215. Nein. Eher von dem habe ich genug. Ich habe mal keinen Eisenmangel, das ist ja der Wahnsinn hier. Ich bin gar nicht gewohnt. So. Die Axthammerball. So, Nayo will irgendwas von mir, beziehungsweise ich soll mit Auni reden. War noch irgendein Quest? Anstandsbesuch, ein Treffen mit dem Schicksal. Und auf der Suche nach Antworten. Achso, das ist mit dem Angeln. Und finde deinen Chef. Das heißt, ich gehe jetzt gerade noch zu Siki. Und bring ihm den Goldlachs endlich, falls er den einen möchte. Und ansonsten wäre nur Esche. Ja, ich muss es mir ja unnötig schwer machen, ne? Indem ich... Nee, wenn dann schon Gold. Indem ich mir beide so als Option ermögliche. Ne? Muss ich mir unnötig schwer machen, dass ich dann die Qual der Wahl habe. Weil wenn ich jetzt mit Siki schneller bei Chef bin, habe ich ja nicht mehr die Wahl. Also ich habe schon die Wahl, aber Ungeduld und so. Ne? So. So. Ach, jetzt kann ich doch nicht mal trinken, Menschenskinder, vor lauter Labern und so schneller Ladebildschirm. Furchtbar. Ach, da stehen ja gar keine Bäume. Wer war da? Dodo. Er hat dann hier wieder abgeräumt, hä? Ist ja krass, ey, Leute. Ey, das ist ja gar nichts. Das ist ja echt gar nichts. Stramm. War einer fleißig. Meine Güte. Aber oh, guck dir das an, da ist gar nichts. Überhaupt nichts. Ratzekal, alles weg. Obwohl, da steht einer. Bis ich da hinkomme. Also es ist ja schon praktisch, dass die Axt in der Mitte ist, ne? Dass man die schnell greifen kann. Aber ich glaube, ich wäre begeisterter, wenn ich das mit dem Insektenbeutel als erstes mir sozusagen selbst raussuchen könnte. Weil irgendwie... Bei den Insekten musst du schnell sein, ne? Das kommt vielleicht irgendwann, dass man das selbst wählen darf.
Gut, Stan, du bist aber auch früh unterwegs, oder? Ich wollte gerade mein Morgengebet beginnen. Möchtest du mitbeten? Ich hatte noch nie einen Lehrling. Es ist eine interessante Erfahrung. Ich lerne fast genauso viel von ihr, wie sie von mir lernt. Das ist so gut die Einstellung für einen Lehrmeister. Falls du zufällig Karotten im Garten hast, würde ich mich sehr über welche freuen. Ich esse keine Tiere, also bin ich immer auf der Suche nach frischen Gemüsesorten, um meine Ernährung abwechslungsreich zu gestalten. Ich kann ihn verstehen. Ich habe auch so Phasen, wo ich es richtig widerlich finde. Wenn ich Fleisch auch nur sehe. Aber das hat mehr mit Emotionen statt mit Vernunft zu tun bei mir. Also vom vernünftigen Gesichtspunkt sollte man ja, also was heißt sollte, müsste man ja eigentlich vom Verstand her drauf verzichten, wenn man sieht, wie das Viehzeug behandelt wird und vor allen Dingen, was da so alles reingepumpt wird, was wir dann am Ende der Nahrungskette auch noch konsumieren. Und je mehr man davon isst, ne, übersäuert man auch den eigenen Körper, was zu all möglichen Folgekrankheiten führt. Also so rein vom Verstand her wäre es eigentlich eine ziemlich einfache Lösung, das zu lassen. Aber es schmeckt halt gut. Hm? Ich rede mir ja auch ein, dass dadurch, dass ich das nicht so wahnsinnig oft esse, weil es ist nicht wirklich die Lust, sondern es ist tatsächlich die meiste Zeit, wo ich im Supermarkt vor den Regalen stehe und nur denke, oh, ist das so eklig. Dieses ganze abgepackte, plastinierte Zeug, das da so vor sich hin verwest im Kühlschrank beziehungsweise in einer schlecht temperierten Supermarkthalle. Da wird's mir anders. Toller ist es natürlich noch, wenn du in einem bestimmten Supermarkt bist, so wie ich mal in einem Rewe war. Und das riecht dann auch noch so widerwärtig. Frag mich nicht, was denen da auf den Boden gekippt ist. Das muss irgendwas anderes gewesen sein, weil ich hoffe nicht, dass das Fleisch so stank. Aber es war halt in der Richtung, ne? Und die Kombination, du siehst etwas, du riechst etwas und dann denkst du nur so, ach nee, muss nicht, absolut nein. Deswegen mag ich ja den Sommer, ne? Auf dem Grill, wenn das Zeug dann sozusagen zu Tode gegrillt wird, fast nur noch so ein trockenes Brikett zum dran rumnagen. Das ist eine goldene und die ist ruhmreich und sie glitzert. Geil! Goldrombine, die ich aufstellen kann. Ey, Schatzi, du siehst leicht verschreckt aus. Ich glaube, du hast ein Trauma. Ja, ne? Der hat ein Trauma. Ich weiß nicht, wie das kommt, dass das Tier ein Trauma hat. Ne? Also, kann ich mir gar nicht erklären. Es atmet auch schwer. Arme Ding. So, das ist das ideale Holz. Das kann ich gleich in die Verkaufskiste drücken, weil verarbeitet kriegt man keinen Gewinn. Kostet genauso viel, wie wenn das einfach hoch reinschmeißt in die Verkaufskiste. Ich habe 47 von dem Kleinzeugs. So. Oh.
Sigi müsste auch so langsam mal wach werden. Kling, 29. Südele. Nee, den daneben nehme ich noch. Das ist auch eine Stelle, wo man selten dran vorbeikommt. Ne? Man rast da unten entlang. Irgendwie schon, ne? Auni, mein Kumpel. Jo, Forscher, hast gehofft, mit mir zu reden. Bist du ein bisschen frische Luft schnappen? Erstmal reden. Sigi meinte, er würde mir ein bisschen Magie beibringen, wenn ich ein paar Pakete zum unheimlichen alten Brunnen bringe. Unheimlichen alten Brunnen? Wo? Meinst du, ich soll das machen? Ich meine, er kann auf sich aufpassen, aber... Nee. Wer weiß, was in den Paketen drin ist. Vielleicht ist es was Gefährliches, was ihm gefährlich werden könnte. Du hast recht. Der Orden würde mich niemals aufnehmen, wenn er herausfindet, dass ich irgendwelche Grimalkin-Untergrundorganisationen geholfen habe. Immerhin seien das die ultimativen Bösewichte. Ich weiß nicht. Also der Orden, der scheint auch nicht so ganz koscher zu sein. Nayo hat mir gesagt, dass du in letzter Zeit nicht schläfst. Ach, bitte. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gut geschlafen. Okay, zugegeben. Vielleicht habe ich mich ein bisschen hin und her gewälzt. Ich kann dir verraten, warum. Aber es ist ein echt großes Geheimnis. Du musst mir fest versprechen, es niemandem zu erzählen. Vor allem nicht meiner Mama. Oh, ich liebe Geheimnisse. Aber um was geht's? Okay, schieß los. Bist du dir sicher, dass du es mir vertrauen kannst? Nee, ich gebe dir nicht mein Wort. Wenn es etwas ist, das dir gefährlich werden kann, dann bin ich ziemlich unzuverlässig hier, ne? Und nicht vertrauenswürdig. Bist du dir sicher, dass du mir vertrauen kannst? Okay, schieß los. Okay, ich werde es dir verraten. Du bist die einzige Person, der ich vertrauen kann. Das ist eine große Bürde. Ich glaube, ich lebe unter einer uralten menschlichen Fluch. Ich weiß, das klingt verrückt, aber hör es mir erstmal zu. Ich habe diese wirklich coole Statue in einer alten menschlichen Grabstätte gefunden, als ich an der Bahari-Bucht zelten war. Okay. Und als ich sie sah, dachte ich sofort, dass sie perfekt in meiner Sammlung passen würde. Also habe ich sie als Andenken mitgenommen. Dieser Fluch, dieser uralte menschliche Fluch ist bestimmt schlechte Gewissen, ne? Weil du eine Stätte entweiht hast, die ein Wissenschaftler hätte vor, vielleicht mal katalogisieren, untersuchen und gucken sollte, ne? So.
Aber dann hatte ich plötzlich diese komischen Träume, in denen ich mich im Dunkel verlief und nicht mehr nach Hause gefunden habe. Okay. Ja, das muss nicht unbedingt mit der Statue zusammenhängen. Also die Schuldgefühle im Sinne von deiner Abenteuerlust. Ich habe im Traum ständig um Hilfe geschrien, aber niemand war da, um mich zu retten. Oh, du armer Kleiner. Süß. Ich habe Eloisa danach gefragt und sie meinte, auf mir liegt ein Fluch. Ach. Das kommt davon, wenn man stiehlt. Ja, das ist jetzt krass formuliert, aber so ist es. Ich weiß. Ich konnte einfach nicht anders. Eloisa meinte, man könnte den Fluch nur dadurch aufheben, indem man die Statue dorthin zurückbringt, wo man sie gefunden hat. Es gibt ja nur ein Problem. Ich habe den Weg zum Friedhof vergessen, von dem ich sie habe. Hä? Ich erinnere mich nur, dass er irgendwo in der Nähe des verlassenen Zeltplatzes im Norden der Bahari-Bucht liegt. Und ich erinnere mich, dass ich auch ein paar Treppen steigen musste, um da hinzukommen. Ah. Erinnerst du dich noch an was anderes? Das ist alles, was ich habe. Ich habe versucht, die Artefakte einfach in den Straßengraben in der Gegend zu legen, aber plötzlich ist es wieder aufgetaucht. In meinem Rucksack. Ganz von allein. Könntest du die Statue nicht nehmen? Du bist doch ein Mensch. Da wirst du wahrscheinlich nicht verflucht. Wahrscheinlich. Aber nur, wenn du mir versprichst, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Das macht er bestimmt von alleine. Überlass das mir. Ach, puh. Ist eine Erleichterung. Du bist echt kalt, Zelli. Und nimm das hier mit. Ein bisschen Energie für den Weg. Gegrillter Fisch. Deine verfluchte Statue. Geil. Geil. Krass. Also dir gebe ich jetzt bitteschön nicht die Goldrumbiene. Bug-Hunting-Sometime. Aber jetzt gehe ich erst noch zu meiner Ollen. Also zuerst zu meiner... Einmal wollte ich zuerst zu ihr und dann erst nach Möbeln gucken. Jetzt ist sie nicht da. Das ist immer einmal nett sein. Einmal anständig und schon... Das ist ein Riesentrum. Kommt sie da hinten schon gewackelt? Nö. Geh ich mal erst zu Säcki. Säckeli. Und der ist auch noch nicht da. Was für eine Arbeitsmoral ist das denn hier? Ist ja schlimm. Ein verlottertes Volk. Ich mache hier 24 Stunden Woche. Und ihr alle nur 23. Das ist ja furchtbar. Die ist noch am Abchillen da hinten. So, was habe ich denn noch? Außer für Seki. Schläft Seki noch? Nee. Der ist angeblich hinterm Haus. Also. Bling, bling. Hm? Ist der schon im Haus? Nur. Ach, guck mal da. Da ist er doch. Auch mit seinem schönen Bartschildgang. Na du? Dann hast du neues Zeugs für mich. Siehst du nicht, dass ich hier etwas beschäftigt bin? Ich bin dir was schuldig, weil du mir mit dem Verdoppler geholfen hast. Ich habe einen Teil dazu beigetragen, dass sich die Welt zum Besseren verändern wird. Du wirst schon sehen. Ja, das ist wie mit der Schachtel, die einen Goldbarren zu einem zweiten Goldbarren macht. Und zu einem vierten und zu einem achten und dann weiter. Oh, das ist aber schön. Ich wette, ich könnte ein hübsches Schmuckstück daraus machen. Vielen Dank. Ich muss zurück zu meinen Sachen. Das ist schon schön. Sachen. So, Ballhammer dich. Du bist knapp vor dem Schild.
Und du bist auch knapp vom Schild. Gut, dann seid ihr jetzt gleich auf. Dann harren wir mal der Dinge, die da kommen werden. So, sie ist in Bewegung. Geh ich mal gucken, was Schätzeli macht. Die ist ja doch ein Stück weiter als Tamala, ne? Also von daher... Aber ich kann sie ja nicht vergleichen vom... Oh, was war denn da mit dem Chat los? Das Leben im Tal ist friedlich, nicht wahr? Hm, voll langweilig und so. Wie sehen meine Haare heute aus? Hübsch wie immer. Ach gut, ich bin heute Morgen so schnell aus dem Haus geeilt, dass ich sie im Hinterzimmer frisieren musste. Aber ich dachte, du kommst vielleicht vorbei. Deswegen. Naja, ich wollte gut für dich aussehen. Das ist alles, also es ist wirklich fast das Uninteressanteste. Selbst von Hassian das Zeug könnte ich noch für irgendwas, ne? Aber wie gesagt, ich fürchte, das ist halt nur Deko. Da steht zwar Anpassung, aber... Es klingt so verlockend, ne? Als könnte man irgendwas damit tun. So wie die... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, jetzt okay. Naja, mal gucken. Ich sammle halt so lange, bis ich's hinkrieg und dann werde ich es mir kaufen und dann werde ich meckern. Was geht? Diese Arbeit ist schön, weil ich nebenbei Heilhandbücher studieren kann. Zum Beispiel habe ich gelernt, wie man eine Amputation durchführt. Oh Gott. Wenn sich hier doch nur mal jemand verletzen könnte, dann würde ich es gleich ausprobieren. Hier hast du ein Werkzeug. Ich glaube, die purpurne Tigermuräne mit ihren scharfen Zähnen könnte dir behilflich sein. Danke, aber ich probiere heute etwas Neues aus. Die alte Kenyatta hätte sowas gemocht. Ernsthaft. Ernsthaft. Jetzt will die den Schrammers nicht mehr. Da sind Zähne dran, Schatz. Du stehst doch auf Zeug mit Zähnen. Trägst ja sogar ein Kleid damit auf dem Ball. So, jetzt gehen wir erstmal die Ruhmesbiene aufbauen. Achso, warte mal. Kaleri könnte ich auch noch mal kurz anhauen. Guten Tag, die Dame. Gibt es etwas, das du benötigst? Aufmerksamkeit. Meine Schwester besteht darauf, dass wir gemeinsam etwas im Freien veranstalten sollten. Eine Seite ist in den Büchern gewidmet, die andere den Kuriositätenkabinett, das sie im Laufe der Jahre angehäuft hat. Bitte sag mir, dass du dem zugestimmt hast. Das würde bestimmt Spaß machen. Natürlich nicht! Eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist selbst für mich viel zu anspruchsvoll. Nicht nur muss man einen Ort für die Veranstaltungen finden und reservieren, sondern auch Werbung dafür machen. Das bedeutet, dass wir Flugblätter erstellen und verteilen müssen. Frau Marstian, der hat voll drauf. Dann wäre doch noch der ganze Papierkram und die Gebühren allein bei dem Gedanken. Daran schmerzt mein Kopf. Du magst es auch, wenn Dinge so bleiben, wie es ist, hä? Du bist wie eine von denen, die sich darüber beschweren, dass die Nachbarschaft vor die Hunde geht und dass dann keine Straßenfeste mehr veranstaltet werden. Aber wenn dann einer sagt, wir könnten, und dann sagst du, hab keine Zeit. Also zumindest nicht zum Helfen. Zum Fressen kommen schon, aber nicht zum Helfen. Ne? Wenn andere das tun, ist es toll. Wenn man selbst was dafür tut... Bah, nein, langweilig. Nein, das ist auch viel zu viel aufwendig. Nein. Kenn mal. Verantwortung, Iba. Also mein Stiefvater ist ja bei einem Kleingartenbauverein und die haben ja Regeln en masse, ne? Und... merkwürdigerweise, manche halten sich dran, andere wiederum nicht. Wobei
manche gemaßregelt werden, wenn sie es nicht tun, andere wiederum nicht. Es ist schon, man könnte spekulieren, woran das liegt. Ne? Man könnte, wenn man denn wollte. So. Die hinstellen. Ja, die stelle ich gleich hin. Ich weiß gar nicht, was ich damit eigentlich anfangen soll, wenn ich diese Wand versuche fertigzustellen. Und das klappt eh nicht, so wie ich mir das gedacht habe. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das weiter verfolgen soll. Ne, komm, die kann man verkaufen. Bitte. Ja, 12 brauchen wir nicht. Gut, recht. Recht hier reinschmeißen. Dum, 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 dum. Badum. Was haben wir denn? 163. Ich glaube, die ist jetzt auch fertig. Die. Das war alles, was ich. Jo, das waren alle Zimmer. Nee, warte mal. Wie war das? Hier. Kriege ich wieder die blöde Lampe reingedrückt. Okay. Das mittelgroß. Das ist klein, das ist groß. Da würde es passen. Wie sieht denn das von vorne aus? Oh, bitte. Hallo. Da läuft wer. So. Wollen wir mal testen hier. Ah, ich habe vorhin habe ich was in Discord mitgekriegt. Irgendjemand hat wahrscheinlich eine Nachricht geschrieben. Das war bestimmt er.